Und willkommen zurück zu Fallout 4. Nach dem kleinen kurzen Cut von der letzten Aufnahme werden wir jetzt Valentine zu Kelloggs letzten Standort führen. Beziehungsweise er führt uns dahin und wir schauen mal nach, was uns da erwartet. Den wir letztens gerettet Ich wollte haben. nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Ich hoffe mal, das ist unser Mann. In der Hinsicht. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Kein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Aber nur wo? Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Okay. Dann besorgen wir uns hoffentlich den Schlüssel dafür. Kommen wir denn? Ah, wie kommt man Zeit bestimmt hier hin? Jeder kluge Kopf liest die Public Occurrences. Da würden wir nach oben hinkommen ins Büro. Ich habe die Miets nicht getötet. Komm Hund. Ciao Hund. Bist eh gleich wieder hier drin. Oh, Piper ist wieder da. Warum kommt der Bürgermeister nicht raus? Hat er Angst vor der Presse? Wenn ich zum Institut gehören würde, käme er sofort angerannt. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer Blödsinn, gewissen wohlköpfigen Blondine denken. Bist. Verstanden? Oh, wen haben wir denn da? Was führt dich zum Büro des Bürgermeisters? Hey, ah, hab ich was ja, Falsches gesagt? Ich erinnere mich. Der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was kann ich für Sie tun? Nick Valentine meinte, ich sollte mich an Sie wenden. Tatsächlich? Eine Ermittlung, schätze ich. Sie zwei wollen mir doch nicht etwa Schwierigkeiten machen, oder? Ein Mann namens Kellogg hat früher in der Stadt gelebt. Ich will mich in seinem Haus umsehen. Verstehe. Nun, was Ihre Gründe auch sein mögen, ich nehme die Privatsphäre meiner Bürger sehr ernst. Auch wenn Sie nicht mehr hier wohnen. Ich kann Sie nicht einfach in ein fremdes Haus lassen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das war's also. Sie wollen mir nicht helfen. Sicherheit ist das, was Diamond City vor den Streitereien und Missgeschicken des Commonwealth bewahrt. Das kann ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen sich die für den richtigen Preis etwas aufweichen. Was? Wie können Sie es wagen? Ich bin der Bürgermeister, zum Teufel, nicht irgendein dahergelaufener Schläger. Na gut, schönen Dank auch. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das Wohl aller Bürger von Diamond City denken, nicht nur an die Bedürfnisse einer Person. Nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern.
Ich wollte sowieso gerade gehen. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein verriegeltes Haus brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kelloggs altes Haus. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Ich habe keine Zeit. Ich brauche den Schlüssel. Sofort. Warum ist dieser Schlüssel so wichtig für Sie, Herzchen? Bitte. Ich will nur meinen Sohn finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Ich kenne diese rührseligen Geschichten. Die können Sie sich sparen. Vielleicht können wir uns ja einigen. Ich habe hier zufällig einen Haufen Kronkorken. Ein Geschenk? Für mich? Wie großzügig. Ach, nicht schon wieder. Da lege ich nur einen Schlüssel auf den Schreibtisch und vergesse ganz, ihn dann wieder zurückzulegen. Komm, Kleiner. Ciao. Du nimmst den Aufzug wieder, ne? Das schaffst du schon. Und ich tippe mal, bestimmt in der Zeit hat Nick die Kacke geknackt. Aber die 52 Kronkorken sind für meinen Sohn, nicht für mich. So. Und ich bin schneller unten. Holt euch eure Ausgabe der Public. Wir decken die Wahrheit über das Institut auf. Gleich, Kleine, gleich. Wer braucht einen Haarschnitt? Jeder. Komm, trete näher. Komme ich wieder nicht hier hoch. Stopp. Ist nicht. Hast du den Schlüssel? Aber sicher, Nick. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Egal, was er zurückgelassen hat. Ich werde mich erstmal um sein Inventar kümmern. Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Schalter oder Knopf. Du könntest recht haben. Aber wo? Ah. Ha. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Ich werde jetzt erstmal hier. New Cherry. Na dann. Nick, untersuch du doch mal den Tisch. Dann reden wir weiter. Geh weg. Ich weiß Zeug. Nee. Ich untersuche gleich den Tisch. Ich will noch ein bisschen rauben. Winnet Stout, 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Ich frage mich, ob Dogmeat seine Fährte aufnehmen kann. Das ist gar keine schlechte Idee. Manche Hunde hier in Commonwealth können Leute über Meilen hinweg aufspüren. Tja, Dogmeat scheint scharf auf den Job zu sein. Lass ihn doch mal schnüffeln. Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist.
Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Irgendwelche klugen Ratschläge? Wenn Kellogg wirklich deinen Sohn entführt hat, dann ist er gefährlich. Das bist du aber auch. Du musst keine Angst vor ihm haben. Oder vor sonst irgendwas, das dir das Commonwealth in den Weg stellt. Ich würde gern Nick mitnehmen. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Bring mich zu ihm, Junge. Bring mich zu Sean. Tippen wir erstmal nach Diamond City raus. Erste Hinweise. Ich hoffe, dass die Hinweise uns weiterbringen. Warum heißt der Hund Dogmeat? Sonst heißt er ein Hund. Jetzt heißt er Dogmeat. Hundefleisch. Im Supersalon bekommst du endlich deinen Traumhaarschnitt. Und das ist ganz gut, wenn wir ihn und Nick mitnehmen können. Das heißt, wir haben noch einen Schützen und der Hund hält uns natürlich ein paar Raiders, etc. oder ein paar Gauner von uns erstmal einen kurzen Moment fern und wir können eigentlich direkt rausschießen, weil die abgelenkt sind. Das heißt eigentlich eine Win-Win-Situation. Er kriegt seinen Fall und seinen Täter. Wir hoffentlich unsere Hinweise zum Sohn und unser Hund einen treuen Weggefährten. Komm, Dogmeat, such. Such. Zwei Patronen, 18. Die werden wir erstmal nachfüllen. Wo will der Farmer denn hin? Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die Fährte wieder. Putz erledigt. Hast du die Fährte verloren, mein Junge? Was ist los, Junge? Wonach suchen wir? Entschuldigung? Du hast mir das Leben gerettet. Bitte, für dich. Oh. Was hast du denn hier? Die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. San Francisco Sunlights. Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Such mal, gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Such. Schienen.
Okay. Ich will hoffen, dass du nicht allzu großen Ärger bekommst. Verstrahltes Blut. Oh, schaut euch mal das an. Wie enorm das hier ist. Hast du es gefunden, mein Junge? Blut. Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. War das bei Diverses jetzt? Hilfsmittel. Schraubmunition, Mod. Smoking. Ja, wo könnte das denn runter sein? Muss da irgendwo bei Schrott oder Diverses sein. Such, mein Junge, such. Such unseren Sohn. Hier ein Pilze. Oder Köter. Oh, weiter auf die Schienen, das war fast schon klar. Valentine, Valentine. Schloss uns und steck die Waffe ein, Valentine. Sollte nicht lang dauern. Alter Schwede. Alles klar. Wir haben noch Waiters hier oder was? Hier irgendwo.
Anständig zielen und einen Kopf reinrammen, würde ich auch für dich empfehlen. Na, Nick? Alles gut bei dir? Wir nehmen auf jeden Fall beides. Ich will den mitnehmen. Komm, ich bring dich zumindest wieder an deinen Platz. Guter Freund, hast du noch irgendwas hier versteckt? Okay, nichts. Such. Mein Junge, such. Such schon. Oder Kellogg, diesen Bastard. Aber ich werde einmal kurz zwischenspeichern, sicher ist sicher. Bleib draußen. Und? Wo willst du hin? Dogmeat ist hartnäckig. Er findet unseren Mann schon. So nach Hinweisen. Okay. Ah, gut. Dogmeat hat was gefunden. Du weißt jetzt Oh. ja, wie das läuft. Oh. Was haben wir denn hier? Gwinnett Stout. Sein Lieblingsbier. Ich hab dir doch gesagt, dass er die beste Nase der Welt hat. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiter? Ich hab Smoking, aber was geht ab? Aber ich glaube, die Rüstung ist dadurch futsch, ne? Zweimal Rüstung. Ich habe es denn der rechte von mir aus gesehen. Der hätte das, aber ich hätte dann das. So. Linkes Bein. Was hätten wir? Der Harnisch ist besser. Red weg, aber dafür mehr Schutz. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Ich glaube, das kann World 114. Ich bin begeistert von der Umgebung. Aber nicht von das, was ich da hinten sehe. Versunkene Stadt. Und ich tippe mal nicht, dass wir nicht alleine sind. Ich kann leider. Ich weiß nicht, ob es nicht rendert oder ob sie noch nicht angezeigt werden, aber. Ich glaube, die Stadt ist noch etwas bewohnt. Dort mit Such. Oh oh. Enge Gassen. Nehmen ein LKW. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Jo, von den Ghulen sollte man alles mitnehmen. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Dinnergabel, Tafel, Löffel, Kronkorken sind immer gut.
Oh, jetzt gucken wir mal eben was für an. Oh, ich glaube, das reicht erstmal. Kriege ich mal ein bisschen Zeug für 300? Ne. Das ist ja Schwachsinn. Und Kartoffelchips. Mein Junge, such. Lauf und... Wenn ich es klappern höre, dann habe ich schon keine Lust, wenn irgendwas in der Nähe ist. Ich würde gerne jetzt was sehen, wo ich bin. Boah, sind aber ein gutes Stück weg, ne? Haben schon die Karte schon fast so durchsucht hier. Wir haben noch einige Strecken. Das ist noch interessant. Verdammt, das muss ja eine fette Party gewesen sein. Anwendung extrem. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Noch ein Zigarrenstummel. Okay. Wollte gerade sagen, Spiel abgestürzt. Die ganzen Stunden jetzt schon mittlerweile. Die waren auf jeden Fall hier. Ob sie hier genau hier sind, weiß ich nicht. Aber hier durchgewütet sind sie auf jeden Fall. Komm, Doc mit. Such. Such, mein Freund. Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Boah, mir wird jetzt echt lieb meine Power-Ausrüstung. Besonders jetzt in solchen Fällen. Insbesondere weiß ich nicht, wie viel Stimpacks habe ich noch? 10 Stück, okay. Weil wir müssen ja auch auf unseren Hund und auf Nick aufpassen, weil der soll ja auch noch am Leben bleiben. War Nick, alles gut bei dir da unten? Aber wie weit wollen wir noch gehen? Und wie weit wollen wir es herausfinden, was wirklich passiert ist? Wir sind beim alten Armeestützpunkt. Ja. Versteckt er sich hier? Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Das wäre die beste Option. Waffen, Munition. Eine Blähfliege. Militärstützpunktgebäude, gute Sicherung. Aber das wäre zu einfach. Das wäre viel zu großes Gebiet. Das Fort. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Kein Begräbnis. Schluss mit Lustig. Scheiße.
das? Verdammt! Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Tja, wenn es nicht anders geht. Das ist ja die einzigste Möglichkeit, hier durchzukommen. Tablet. Was hast du noch so drauf? Vor Tagen. Das haben wir so drauf. Was uns da drin erwartet, das weiß ich sowieso nicht. Und Job Story war nie mein Fall. Her, Leute. Rechner. Wenn ich mir das Terminal anschauen soll, sag einfach Bescheid. Maschinen waren schon im. Das kriege ich so raus eigentlich. Ja. Erste Hilfe. Immer mein Ding. Sicher, dass du nicht teilweise Sünd bist? Obwohl, das wüsstest du dann ja nicht. Danach kannst du weglaufen. Verabschiede dich schon mal. Scheiße. Kommen die denn jetzt auf einmal her? Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Hast du sie gesehen? Ich muss diesen Angriff und Anweisung von Kellogg erhalten. Eindringling vernichten. Dünn, dünn, dünn. So den Ton unterstellen. Weglaufen sollen. Was da? Nick, steh auf, mein Freund. Da kommen sie. Schau mal, wer da ist. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Nick, erschreck mich nicht so. So, wo sind die Jungs? Lass mich mal bitte durch. Kommen Sie aus Ihrem Versteck. Irgendwann mal, mein Freund. Irgendwann mal. Scanne.
draußen. Da! Unter Gewalt des Instituts. Terminiere Eindringling. Ich hasse Syncs. Oh, ich brauche mal was reinballert. Scotch, Bohnen, Kaugummi. Wet Away. Und Cherry Cola. Okay, Nummer 1 ist weg. Hinter uns sind auch noch so welche. Die sind oben, oder? Ist auch schon mal weg. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Das heißt, über uns die Zerstörung ist unvermeidbar. Schauen wir mal. Oh. Bam! Ich liebe die Fähigkeit. Er war gerade hier. Du hast ihn gesehen, oder? Na sicher. Kann nicht weit sein. Greife an. Ihn greift er an, aber. Vergreif dich nicht. Der mysteriöse Mann. So, wie weit müssen wir noch? Naja, das ist. Da müssen wir wieder irgendwo hier hin. Ja. Hey, da sind sie wieder. Hättest weglaufen sollen. So, wenn ich wieder zu nah dran gehe, bam. Irgendwas Nützliches? Ich weiß es noch nicht. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Ich bin kein Geschütz. Danke. Das will ich hoffen, dass wir den auch noch finden. Hoffen wir, dass die nicht wiederkommen. Wir müssen da rein. Brauchen die Karte. Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Ich fliehe nicht, ich komme wieder, mein Freund. Meldet feindliche Präsenz. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Scheint nichts zu sein. Hallo? Wie kommen wir jetzt da rein? Ich bin das Opfer von Gewalt. Bitte bewahren Wie können wir seine Persönlichkeit, auf was können wir die ändern?
gehen, Bürger. Hilft uns auch nicht weiter. Tage. Sieht aus wie das letzte Loch. Wie kommen wir da hin? Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Da. Der auch noch jetzt? Ich krieg ein zu viel. Gefecht gegen mehrere Feinde. Statistisch gesehen ist das. Ja, wahrscheinlich kann das gehen. Dann gebe ich mir noch einen Sackprotektor. Nick. Wo ist Nick der Affe hin? Jetzt komm her. Hey, rede weiter. Komm her. Kannst du das Terminal entsperren? Guter Plan. Das wäre echt nice, wenn du das machen könntest. Keine Kosten gescheut, was? Hey. Kann ich was für dich tun? Aufgepasst. Hast du was auf dem Herzen? Sieh mal, was du tun kannst. Schon erledigt. Das hat Vorteile, mit ihm zu laufen. Nicht schlecht. Keine erbärmlichen Protokolle. Bingo. Lass knacken. Auch nicht. Und wir sind im Geschäft. Danke, Nick. So, jetzt hoffen wir, dass wir mit allem durchkommen. Für Einsteiger, das kriegen wir glaube ich auch selbst hin. Oh. Und dieses Suchen der passenden Nadel. Zack. Cool. Jetzt würde man einem Dirigenten mit dem Orchester zu sehen. Splint. Nach oben. Nach oben.
So, hier hätten wir durchgehen können, richtig? Nein, nicht nach Commonwealth. Wollte ich doch nicht hin. Schon das Ding piepen höre. Ah, Nick ist wieder dabei. Gut. Dann ab geradeaus. Und jetzt suchen wir mal den. Schon mal weg. Alter Schwede. Da sind sie. Gehen wir jetzt verstecken? Da bist du. Weil sie Angst vor dem Tod haben. Nick, wir spielen nicht verstecken. Ich will nur Schaden machen. Wirklich kleiner Mann, aber ich wollte ein bisschen durchzoomen. Der Klebeband brauche ich immer. Ich bin bereit, wenn Sie wiederkommen. Bewegung, ich wusste, dass Sie sich zeigen würden. Das ist ein Schlagstock nur. What the fuck? Die mich gerade hochgeschossen? Schreibmaschine, Brotdose. Munitionskiste entsperren. Ja, das wäre zu einfach gewesen. Aber das ist einfach. Oh, by the way, Stimpaks. Spielst hier mit dem falschen Sünd. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Ach, du brauchst einen neuen Mitbewohner. Und zwar mich, mein Freund. Und wir beiden werden uns gleich mal super schön unterhalten. Scheiß Syncs, ey. Also nicht, dass das eine Option wäre. Sei Pulver. Lass mich rein, du Sau. Jetzt müssen wir wieder Umwege nehmen. Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Doch, deine Visage, mein Freund, werde ich mir holen.
kommt jemand. Ciao. Oh, hat mich ganz schön erwischt. Scheiß Jungs, ey. Das war wohl der letzte. Ding auch immer nerven müssen. Glaub, wir sind nicht allein. Glaubst du das? Rein, denke ich. Fusionsband kommen, den nehme ich erstmal mit. Batterie kann man immer gut gebrauchen. Material, was wir hier in den Schränken finden. Abgelegen von der Seite. Schrotflintenpatronen. Top. Jetzt werde ich erstmal die letzte Munition von hier vergeigen. Stimpack. By the way, das ist schön. Red X. Ne. New Cola Automaten. Rotatella. Also Kantine wird wohl irgendwas zu essen sein. Oh, ne Energiewaffen. Energiewaffen, das ist schön. Wo kommen die beiden Jungs her denn jetzt hier? Besonders er macht jetzt mal Schaden hier an mir. Oh, Sprengstoffkiste, bin dabei. Aua! Cool. Molotow springen ist auf jeden Fall ganz nett. Sonst gar nicht, schade. Ofenhandschuh, Speiseöl. Abwuchsseife. Ne, ich brauche noch ein bisschen Öl, das passt ganz gut. Okay. Dann habt ihr die Option weiter hier zu gehen und gucken. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Oder? Passwort zur Waffenkammer. Oh, nice! Das heißt, die Waffenkammer wird ein netter Besuch sein für uns. Seltsam. Was war das? Greife Menschen an. Muss es einfach wieder Du musst das nicht tun. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Okay, ich glaube, ich sollte mal meine Vorräte erst verbrauchen. Die sind ja dafür da. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Passwort zur Waffenkammer. Da werde ich mich doch natürlich umsuchen. Ich hasse es. Ja.
Automatische Laserpistole. Gut, ich muss mal ein bisschen loswerden. Ein bisschen viel loswerden. Karotten. Kleidung. Ja, der ist sie besser. Das heißt, ablegen, ablegen. Metalluniform. Plus 7. Rechter Arm. Das ist der momentan auf rechten Arm. Rechtes Bein. Okay. Dann finde ich das schon besser. Aber das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Ein Smoking würde ich wegbringen. Trenchcoat können wir auch noch mitnehmen. Gewicht. Weg damit. Wodka. Oh, der fehlt so im Riegeln hier. Da hat den Einbrecherlaune. Das war, glaube ich, zu viel. Wie schön. Stimpacks. Damit kann man immer gut arbeiten. Spiegel, Spieglein an der Wand. Wer ist der hässlichste im Land? Nick? Aufgepasst. Wie sieht der Plan aus? Braucht deine Hilfe. Kannst auf mich zählen. Das war super, Nick. Das ist gar nicht mehr schlecht so. Na, also. Danke, Nick. Ah, so ein Turm, die sind alle entriegelt. Ah, Klammerbox. Okay. Ja, ich weiß, wo unsere Ziele sind. Ich werde mal kurz schnell speichern. Ah, da kommen wir schon dran. Okay, wir sind schon... Voll. Geschafft. Energiezellen. Ein altes Militär vor. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Reden. Du psychopathischer Mörder und Entführer, gib mir schon! Sofort! Also gleich ran an den Speck, was? Gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Du verfickter Söldner, wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf
und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Nimm das! Also eine scheiß Zynx. Ah, Kacke. Ich wollte gerade auf den Stimpack wechseln. Okay. Splittergranate. Und das. Oh, interessant. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann. Kleiner dreckiger Bastard. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Du hast meine Frau ermordet. Deine Frau. Das war ein bedauerlicher Unfall. Aber dennoch, diese Welt, dieses Leben, du hast es gesehen. Schmerz, Leid. Der Tod ist der einzige Ausweg. Aber keine Sorge. Schon, aber ich kann ihn dir nicht geben, weil er nicht hier ist. Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm, nein. Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst du es nicht? Sean ist... Das Institut? Meine Güte, du bist hartnäckig. Aber wir haben jetzt lange genug... Du weißt das. So. Hier für jemanden, meine Freunde. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Na, ich werde mir jetzt erstmal eine schöne, gute Cherry-Cola reinziehen. Nein! Ah, Kacke. Ich hätte, glaube ich, die Waffe für was anderes aufhalten sollen. Also ich mache jetzt keinen Fatman. Boah, wenn ich da jetzt einen Fatman reinballer, ne? Okay. Plan war nicht schlecht. Ausführung war noch nicht ganz okay. So. Mach die Kacke auf. Tu mal dran. Ich will nicht reden. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann. Sensor meldet offenbar, ist mein Ziel. Verschwunden. Da kommt jemand. Da! So. Da ich keinen Bock habe zu reden.
Splittermine. Fatman habe ich jetzt auch nicht mehr. Dass das läuft. Hat mich ganz schön erwischt. Komm doch, mein Freund. Na, wo hast du dich verkauft? Hilfsmittel, Hirnpilze nicht. Blutbleck, Blutbleck. Hier drüben. Na klar doch. Hilft ja nicht alles. Mach mal voll. Kellogg, du Affe, komm her. Ich hab gleich keine Waffen mehr. Oh. Ich liebe es. Ah, ist das geil. Gute Arbeit. Dieser Mistkerl wird niemandem mehr was tun. So viel Technologie. Umsehen. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Das könnte ein Desert sein. Uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Ich trage zu viel. Hazard. Hey, wie sieht der Schieß los? Was meinst du? Kellogg hatte auf jeden Fall Verbindungen. Kein Zweifel. Das ist klar. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Schwer zu sagen. Weißt du, es gibt Leute, die nur auf sich schauen. Andere wollen helfen. Bin mir noch nicht sicher, zu welcher Gruppe du gehörst. So, jetzt erstmal hier gucken. Kelloggs Knarre. Ah, das ist Kelloggs Outfit. Ne, das will ich ja nicht. Was ist das bisher gewesen? Ah, sicher.
aber sicher. Es ging um die Waffe. Die Waffe macht's aus den Packs mit. Deswegen war ja alles voll davon. Ne, viel nützt ihm das nichts mehr. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Da. Terminal. Öffnen. Ist da hier Tür? Alle jetzt, okay. Schrank. Ah, immer noch da? Ja. Was habe ich denn jetzt gewonnen? Ach so. Enthält das Holoband später. Pitfall hinzugefügt, okay. Sprich mit Nick über deine Erkenntnis. Achso, okay. Nick. Wir haben Erkenntnisse. Das Institut hat also die ganze Zeit die Fäden in der Hand. Verdammt. Nicht mal ich weiß, wo es ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Hm. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Aha. Dann los, Nick. Mit ein. Okay, tschüss, Nick. Nach oben. Nach oben. Hi, Nick. War mir schon fast klar, dass wir ihn nicht direkt finden, aber wir haben Kellogg erledigt. Das ist schon mal immerhin ein Trost, dass er jetzt keine Leute mehr fürs Institut verhaften bzw. versammeln, verschleppen kann. Steuerung deaktivieren. So. Dann würde ich sagen. Wow. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die stählende Bruderschaft. Ihrem Wasserhut. Sollen wir uns das Radio anhören? Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ich wiederhole. Nö. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Ja, oh, morgen vielleicht. Okay, für uns geht's dann auf jeden Fall nach Diamond City zurück. Ich frage mich aber, wo unser Hund ist. Welche Station er jetzt
eingenommen hat oder wo der auf uns wartet. Okay. Dann gehe ich jetzt noch zu Diamond City. Und dann werden wir für heutigen Tag, beziehungsweise für meine Verhältnisse, ist es mittlerweile sehr, sehr spät, einen Stopp machen hier. Weil die müssen auch noch gerendert werden morgen. Beziehungsweise morgen ist auch noch ein Tag. In der ganzen Hinsicht, wenn ich alles aufgenommen habe, ist ja immer alles für euch schon längst vorbei. Das hat ja alles mal Zeit. So, Nick. Ja? Jetzt gehen wir noch nach Piper. 231, da. Und Quatsch mit Piper über die ganzen Vorkommnisse. Und das wird auch dann das letzte sein für uns heute. Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hiermit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Wir brauchen Hilfe, Piper. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet. Er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, war mir von Anfang an klar, dass er nicht still und leise verschwinden würde. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob es funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt... Also, ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Lass uns zusammenreisen, Nick. Gut, dann los. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Wiedersehen macht Freude. Wir haben es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Ach, übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Irgendwann mal. Aber dazu machen wir jetzt erstmal ein Level Up. Das ist die Frage. Können wir? Ne, wir müssen Level 22 sein. So, okay, ich check mal. Ne, ich check das jetzt nicht aus. Ich gucke jetzt mir alle Dinge aus, um zu schauen, wo ich das machen kann mit den Verkaufsläden. Und ihr werdet jetzt schrecklicherweise von mir in die Endcut beziehungsweise das Ende von Fallout erstmal geschickt von dieser Endfolge. Deswegen bis dahin, euer Flash-UTP und tschüss.